Herrn Shandeep? Ja, der ist bei Telefon. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Herr Shandeep. Hier am Telefon ist Clemens Wagner von der Firma Swiss Future FX. Ist der Guten Disco Morgen. bei Sie? Kann Sie ganz schlecht hören. Hören Sie mich? Da ist laut Musik Hallo? bei Ihnen. Kann man ausmachen? Nichts gut hören. Ja, natürlich. Ja, einen Moment. Hallo? So, Herr Shandeep, hören Sie mich? Jetzt kann ich hören. Guten Morgen. Okay, guten Morgen. Hallo, wie geht's Ihnen? Ja, alle gut. Hoffe alles gut bei Ihnen. Also, Jetzt hier ist muss ich Clemens schon Wagner wieder von der Firma. anmachen. Was ist das Problem? Ist das Verarscheanruf von Radio? Nein, das ist kein Verarscheanruf. Einen Moment bitte. Das gibt doch nicht. Herr Standip, Ja. es tut mir leid für die laute Musik. So, jetzt hören Sie mich, oder? Ja, jetzt alles sehr gut. Okay, Guten Morgen. super. Guten Morgen, nochmal von Anfang an. Also, ich Ja. rufe Sie von der Firma Swiss Future FX. Sie haben sich vor einiger Zeit bei uns ein Konto aufgemacht. Und ich rufe Sie heute an, um das gemeinsam zu aktivieren. Right. Wären Sie vor einem PC und hätten 10 Minuten Zeit, um das gemeinsam zu tun? Ich bin gerade bei Stall, muss ich reingehen und Computer anmachen. Mhm. Ja? Okay. Ist Ja. er gut? Ja. Gut. Muss ich kurz reingegangen. Und was kann man bei sie machen? Also, wenn Sie den Computer aufmachen, zeige ich Ihnen, wie unsere Plattform ausschaut. Ja. Und gemeinsam aktivieren wir Ihr Konto. Ja? Ist bei Sie was, wo kann man den Dogecoin kaufen, right? Bei uns kann man mit verschiedenen Kryptowährungen traden und auch anderen Assets. Sie haben es bestimmt für Dogecoin Ja, angemeldet? Dogecoin. Okay. Ist der Computer schon an? Jetzt bei Hochfahren machen. Okay, gut. Wenn das schon an ist, dann, damit ich Ihnen auch die Plattform zeige, brauchen wir ein Hilfsprogramm. Haben Sie sowas am Computer? Ein was Wie bitte? ein Hilfsprogramm, sowas wie AnyDesk. Haben Sie sowas? Antivirus, right? Nein, nicht Antivirus. AnyDesk. Anydesk? Da kenne ich nicht. Das lässt uns verbinden. Ja. Und ich Was? kann Ihnen live die Plattform zeigen. Ah, das Kein ist so Problem. Wenn wie den Teamviewer, right? wie Teamviewer, Oh, genau, okay. richtig. Das ist gut. Ja. Haben Sie sowas? Nein. Okay, dann laden wir das runter, kein Problem. Also, ich Sagen Sie glaube, mir einfach muss ich Bescheid. gerade mal Ja? gucken, das Computer von Company. Ich glaube, Aha. Teamviewer von Technical Support haben. Ja, wenn das so der Fall ist, sagen Sie mir einfach Bescheid. Okay, ich bin da. Ja, einen Moment, Ding. Also bei Sie den Dogecoin dann kriegen, ja? Genau, man muss sich zuerst mal anmelden. Ja. Wie viel haben Sie sich überlegt, mit wie viel Sie starten möchten? Also Was ist so eine dann will überschaubare Summe jetzt für Sie? nein, ich will viel machen, weil jetzt letzte Jahr mit Company gute Geld machen wegen Coroning, dann noch den Support von Deutschland, den Corona Support und Investment machen. Wie viel 30, haben Sie 40.000, wenn gute Preise, gute Customer Service und Support, dann mehr machen und gucken, Okay. ob gut Functioning machen, weil Natürlich, keine natürlich. Ahnung Okay. von denen. Ich bin Ja. Ziegenfarmer. Aha, okay. Ja. Sie möchten ungefähr nur in Dogecoins investieren oder haben Sie sich auch interessiert an Bitcoin? Will den Weil wir bieten auch ein bestimmtes Programm an, das heißt Bitcoin Arbitrage.
Ja? Ein was? Bitcoin-Arbitrage. Das heißt, wir kaufen den Bitcoin um einen bestimmten Preis und versuchen das höher zu verkaufen. Damit Okay. erzielen wir auch einen Gewinn für den Kunden. Ja. Ja? Das heißt, das wäre auch für Sie interessant, wenn Sie sagen, ich wäre an Kryptowährungen interessiert. Ja? Ja, aber den Dogecoin sehr Speciality, right? Und darum den das hier sehr, sehr gut Preis bekommen und dann viel kaufen, viel verkaufen und gute Profit machen. Okay, haben Sie sich überlegt, wie Sie zahlen möchten? Dogecoin. Ja, aber Online-Banking oder mit der Kreditkarte? Das ist mir egal. Okay, gut. Ist der Computer schon an? Ja, Computer anmachen. Okay, schauen Sie mal, ob Sie Anydesk oder TeamViewer haben. Also wir Teamviewer haben, weißt du, wir haben einen deutschen Mann für Büro, der alles einen deutschen Namen geben. Weißt du, Teamviewer heißt jetzt Gruppenbetrachter. Und wer Okay, das. kennt du Open Office, right? Den Programm? Na, sowas haben wir nicht, aber Ja, offenes Büro draus machen. ich würde Sie bitten, auf Internet zu gehen, Ja. und ich zeige Ihnen, was Sie zum Runterladen haben. Ja? Ich Ja. buchstabiere das für Sie. Also TeamViewer Gehen nix Sie. gehen, right? Team Nein, Bieber? also Okay. machen Sie Google Chrome auf. Ja, Google Chrome. Genau. Ja? Und geben Sie ein A Ja? N Ja? Y Ja? D Ja? E Ja? S Ja? K Punkt D K wie die Hühnchen, right? K wie Konrad Okay. Punkt D. Punkt.de. Remote Desktop Software. Genau, richtig. Dann klicken Sie Download Now. Okay. Das kann man machen. Download Now. 20 Sekunden. Und dann kommt bei Ihnen so links unten ein File anydesk.exe. Dann klicken Sie das bitte. Und wenn sich das öffnet, sagen Sie mir bitte die neunstellige Zahl, die Sie sehen. Ja, das ist 474 474 065 065 545. 545. Right. Gut, ich schicke Ihnen eine Anfrage. Bitte annehmen. Sie keine Profilbild haben, right? Nein. Okay. Also ich habe Ihnen eine Anfrage geschickt. Sie müssen Accept klicken. Ja. Gut. So, das ist jetzt meine Maus. Sehen Sie das? Ja, Maus Super. gestohlen, right? Ich habe kurz die Maus gestohlen. Also, so, ich zeige Ihnen jetzt die Plattform. So, zack. Sie der Technical Support machen? Genau, ich bin zuständig, um das Konto aufzumachen. Ja, und dann werden Sie mit einem Senior Trader in Verbindung gesetzt. Oh. Ja, und er bespricht mit Ihnen alles dann, was zum Besprechen nicht. Sie haben gesagt, Sie möchten in Kryptowährungen investieren. Dogecoin, right? Ja, Sie lieben Dogecoin, gell? Oh, das ist jetzt, ich mag den, wir eines von diesen Hunde haben. Okay. Nur den Hund oder auch die Währung haben, auch Profit erzielen. Beiden. Wer der Hund bei Ziegebock aufpasst, machen, bei Farm und Coin für Investment machen. Okay, gut. Wir haben Ziege Farm. Dann. Wann haben Sie erstmal über Dogecoin gehört? Ein Wochen. Und kennen Sie jemanden, der einen Profit gemacht hat mit der Kryptowährung? Das nein. Nein, okay. Sie sind wirklich in der richtigen Zeit bei uns gelandet. Ich würde Sie bitten, hier die E-Mail-Adresse einzugeben. Und Sie haben wahrscheinlich per E-Mail ein Passwort bekommen von uns. Oh. Checken Sie mal bitte die E-Mail.
Und ich, wenn Sie das haben, dann sagen Sie mir Bescheid. Ich gucke mal eben bei Handy, sonst muss man das zumachen Ja. hier. Ja. Smartphoning, right. Otterzucht, Otterbach. Wer auch Otter zückt, denn wenn Sie mal eine Otter mögen. Mögen Sie Otter? Ja. Ja, sehr gut. Von wann Ihres E-Mail? Ich habe 30.000 E-Mail. Swiss Future FX. Sie müssen, schreiben Sie einfach, suchen Sie nach Swiss Future FX. Sie bei Schweizland Sie wohnen? Nein, unser Sitz ist in London. Ich bin gerade in London, aber wir haben natürlich Sitze in Frankfurt und auch in der Schweiz. So, wenn Sie das haben, sagen Sie mir Bescheid. Falls nicht, dann frage ich kurz beim Support und Sie generieren Neues für Sie. Okay? Ja, ich glaube, wir haben. Okay. Ja, wunderbar. Functioning machen. Super, das ist jetzt Ihr Account, aber Sie haben gesagt, das ist Ihnen egal, wie Sie zahlen, per Kreditkarte oder Online-Banking. Ja, würde jetzt Sagen Sie. mal gucken, was Dogecoin kosten und wie viel kann man bei deiner Firma kaufen, ja? Genau, also bei uns funktioniert das so, wir haben eine Grundgebühr von 250 Euro, somit wissen wir, kriegen Sie dieses ID und in dem zweiten Gespräch, das wäre so in einer Stunde, wird Ihnen, der Senior Trader, unterstützen, Dogecoin zu kaufen bei den bestimmten Plattformen, die dieses Dogecoin anbieten. So. Aber kann doch keine Geld geben, wenn gar nichts wissen, ob funktioniert machen. Da muss ich mal vorher gucken. Das funktioniert bestimmt. Wir sind eine spezialisierte Firma, nicht nur in Assets, sondern auch in Kryptowährung. Ja, Ja? aber ich kaufe doch auch kein Auto, wenn ich nichts Probefahrt machen kann. Da muss ich mir zeigen, wo den Eben. Senior Manager reit. Kann ich mit ihm reden? Ja, ich kann Sie mit Ihnen in Verbindung setzen. Ja, bitte. So, Sie sind jetzt angemeldet. Ich würde Sie bitten, hier auch im Nachhinein die Dokumenten hochzuladen. Right. Ja? Und ich setze Sie dann in Verbindung mit dem Senior Trader. Sehr gut. So in 10 Minuten. Oh, da muss ich den Ziegebock melken. Was müssen Sie melden? Ziege. Gut. Okay, gut. Dann setze ich Sie in 5 Minuten mit dem Senior Trader in Verbindung. Kann Okay? man jetzt nicht mit denen reden? Weil ich schon wieder 30 Anrufe bei Q habe, right? Na, Sie kriegen Anrufe? Ja, ganz vielen. Warum? Sie haben sich nur bei uns angemeldet, bei Das Swiss Future ist FX. Business-Telefon, right? Ja. Ja, und dann viele Menschen bei meiner anrufen, wenn die Ziegebock brauchen. Okay, gut. Dann geben Sie mir nur eine Minute. Ich sage dem Senior Trader und setze ich in Verbindung mit Sie. Sie müssen gar nicht auflegen, okay? Gut, bei Telefon bleiben. Einen Moment, ja. Gut. Schon mal im Print gucken. No, keine Imprint right. Ja, hallo, schönen guten Tag. Maximilian Stern am Apparat von Swiss Future. Guten Hallo. Morgen. Danke an die Ja, guten Rokan. Morgen. Guten Morgen, Herr Rockan, wie geht's Ihnen? Ja, alle gut und bei Sie? Ja, bei mir geht's auch gut. Bei mir geht's auch gut. Ein bisschen viel zu tun heute früh, aber ansonsten Ja, geht's gut. gleichen hier, immer viele Arbeit machen und jetzt, ein Kollege sagt, Sie können helfen bei Dogecoin, right? Genau, also ich kann Ihnen behilflich sein, um Ihnen auch die Fragen zu Beginn zu beantworten. Also Sie sind daran interessiert, in Kryptowährungen zu investieren, hat mir der Kollege gesagt. Ja, Genau, aber ich und das keine Ahnung haben von was kann man machen und Kollege gleich sagen, musst du Geld geben, dann kann du reden. Sag mal, ja, kann ich doch kein Auto kaufen, wenn kann ich nicht vorher testen. Muss ich mir einer gesagt ja, das machen, stimmt, was kann das man stimmt. machen, was kann man nicht machen und was kosten. Das muss ich Genau. mir ja jemand sagen.
Genau, also dann kann ich es Ihnen erklären. Also Sie haben Swiss Future bei uns gesehen. Also das ist eine Plattform, wo man bestimmte Vermögenswerte bzw. Assets traden kann. Also bestimmte Vermögenswerte, das ist von Kryptowährungen bis hin zu Aktien oder Edelmetalle. Also je nachdem, was Ja. für Sie interessant ist. Wenn Sie zum, also Sie haben bei uns drei Optionen. Die erste Option ist, Sie machen das selber. Wenn Sie Okay. das selber machen, dann sind Sie selber für das Konto verantwortlich. Sie bekommen auch keine Unterstützung, was den Handelspositionen anbelangt. Sie kriegen auch keine Empfehlungen oder sowas, denn wir müssten dann dafür haften und das wollen wir nicht, wenn Sie selber dann für Ihr Konto zuständig sind. Es gäbe dann die Option eines automatisierten Tradens. Das bedeutet, dass wir einen Algorithmus bei uns einsetzen würden im Unternehmen und anhand von diesem Trading-Roboter würden Sie dann traden und dann zahlen Sie für die Dienstleistungen 10% von den generierten Gewinnen. Das Oh. Problem bei diesem, das Problem bei diesem Autotrader Ja. ist, dass dieses Algorithmus nur anhand von mathematischen Daten funktioniert. Also alles andere, was qualitativ ist, also wie Okay. die Märkte zum Beispiel reagieren auf eine bestimmte politische Nachricht, das wird überhaupt nicht erfasst von diesem Algorithmus. Das dritte, also die dritte Option ist eine Vermögensverwaltung. Das heißt, dass ich als Account Manager Ihr Konto verwalte. Ja. Und für die generierten Gewinne kriege ich dann 10%. Also ich kriege nur einen Gewinn, wenn ich für Sie einen Gewinn erwirtschafte. Also stellen Sie sich vor, Sie investieren 100.000 Euro oder sowas Ja. und in einem Monat wurde ein Gewinn von 20.000 Euro generiert Ja, ich kann von rechnen. diesem, genau, na, ich sage es Ihnen nur als Beispiel. Also ich will Ihnen nicht unterstellen, dass ich nicht rechnen kann. Also Doch. dann kriegen wir zum Beispiel einen Gewinn von 2.000 Euro. Also das ist dann die Rendite, die wir dann erhalten. Also je Okay. nachdem, was für Sie am interessantesten ist, also was ich meinen Dogecoin. Klienten empfehle, genau, Dogecoin oder Bitcoin oder was auch immer. Ja, Dogecoin viel günstiger. Ich will den haben, bevor er noch teurer werden. Das kriegen wir hin. Wie Das viel kriegen wir hin. Dogecoin bei Lager bei Ihrer Company? Wie viel kann Also man kaufen? wir bieten das an. Ich muss das aber vorher prüfen, um zu sehen. Also wir haben da ungefähr, also um Ihnen eine exakte Zahl angeben zu können, dann müsste ich das dann vorher prüfen. Ja, Denn bitte. es gibt sehr viele Klienten, die einfach sehr viel Dogcoins gekauft haben, auch aufgrund von dem, was der Elon Musk gemacht hat. Also der Name sagt Ihnen bestimmt was, Tesla Ja, und Elon ja, Musk, ja. Wir die haben haben sehr Tesla viel Traktor bei Farm, right? wo haben Sie das? Bei Farm, wir Ziegenfarm haben. Haben Sie eine Ziegenfarm? Ja. Okay. Und wir so Und wo? Musk-Traktor haben. Ah, cool. Und wenn ich fragen darf, woher kommen Sie? Von Indien. Aus Indien. Ja. Oh, cool. Und wo genau ist Indien? Bitte? Wo genau ist Indien? Bangalore. Bangalore Station. Ah, cool. Sind Right. Sie IT-Spezialist? Denn im Unternehmen haben wir sehr viele indische IT-Spezialisten. Das ist sehr, sehr böse, aber gute Stereotypen, right? Indische Menschen sehr gut, aber gibt bei Internet, gibt auch sehr viele Inder bei Internet, die Telefon-Scamming machen mit So. Computer Technological Company und ich bin Ziegenfarmer geworden. Ach so, na also ich kenne nur gute indische Stereotypen. Also bei uns, Gut. also wir kennen in London, also in London gibt es einen indischen Bürgermeister, es gibt einen indischen Treasure Minister, also so ein Finanzminister, Schatzmeister, right? es gibt einen indischen Präsidenten der Finanzaufsichtsbehörde, also in England haben die Inder wirklich einen sehr, sehr guten Ruf. Noch 20 Jahren dann unsere ganze Welt gehören. Und das dann, Ja. weil du, wir müssen blutige Rache nehmen für Colonization of India. Und wir werden Great Britain, wir werden das kaputt machen.
Wenn die ganze Land nehmen, Ziege, Bock nehmen, das heilige Gut töten, Frauen kaputt machen, wir werden unsere Rache haben. Ich hoffe, dass Sie Scherze machen, aber ja, dabei wünsche ich Ihnen viel Glück. Und die heilige Kuh wird sie verschonen, wenn sie mir mit Dogecoin helfen. Ich werde Ihnen mit Dogecoin Aber helfen. sage Ich mir, werde Ihnen mit warum Dogecoin helfen. Website von Company kein Imprint-Impressum haben und kein Finanzaufsichtsnummer oder irgendwas? Ich kann nicht finden. Also das lassen wir Ihnen zukommen. Also wir haben das auf jeden Fall. Ja, warum Das nicht? Problem ist, Muss man ja public öffentlich dran genau, also schreiben. in Deutschland ist es so, dass man immer ein Impressum haben muss Ja. und in England ist es nicht erforderlich. Also man gibt einfach die Kontaktdaten her und alles andere ist leicht prüfbar. Also Aber gerade wenn ich es viele gibt halt Geld geben will bei Company, dann muss man Sicherheit haben. Und wenn ein Company erst, wenn das man na Fragen und natürlich. Bettel Info geben, dann nicht so gut. Very shady, right? Natürlich. Also eigentlich nicht. Also es ist gang und gäbe in dem Bereich. Das ist überhaupt Oh. kein Problem. Denn das Unternehmen, das ist ja registriert, es ist reguliert. Von wem? Und es anders, also von CISEC und von der FCA. Also das Was sind ist das? von den größten, das sind die Finanzaufsichtsbehörden in der EU. Oh, aber wie soll ich das kontrollieren, wenn sie keine Nummer haben? Wo kann man da anrufen und sagen, ja, hallo, kannst du den Company bitte Kontakt machen? Kannst du das prüfen? Ja, also wir können Ihnen etwas zukommen lassen, vielleicht die Lizenznummer und auch das Dokument, wo das Unternehmen dann registriert ist. Ja, können Sie Also das kurz ist dann machen? das, was Dann kann ich Sie. mir den angucken. Ja, also jetzt bin ich nicht in meinem eigenen Büro, aber ich kann es Ihnen gern zukommen lassen. Oh, das wäre sehr gut, right? Ja, das machen wir kein Gut, Problem. und dann den Dogecoin kaufen. Ganz viele Dogecoin für die Ziegenfarmen. Aber warum interessieren Sie sich so sehr für Dogecoin? Weil wir auch eine Shiba Inu haben und weil der viel Geld machen. Okay. Also Okay. den Und Dogecoin, der Inu, der keine Geld machen, der nur Geld kosten, aber der auf Ziegebock aufpassen. okay. Wenn ich fragen darf, woher kommen Sie aus Deutschland? Wo leben Sie in Deutschland? Wir sind bei Otterbach, right? Otterbach. Okay. Kennen Sie Gut, genau, Otterbach? Wir auch ein dann werden. kleine, weil das ja Name von den Stadt, wir auch einen kleinen Otterzucht haben, weil das ja auch von Aussterbung extinction, right? Und wir auch Otter züchten. Na, also das sagt mir nichts. Otter? Das sagt mir nichts. Like Also die Otter Otterbach. in Englisch, Otter. Die Otter. Ja, Like the das. sea otter. Ja. Mögen Sie Ja, Otter? also Otter kenne ich, Ah, okay. aber Otterbach sagt mir nichts. Das ist, wenn wir gucken bei der nächsten großen Stadt, was ist bei Nähe, ist Kaiserslautern. Kaiserslautern. Ja, und das US Air Force Base Ramstein, right? Das ist auch da. Okay. Und seit wann sind Sie in Deutschland? Seit 13 Jahren. Seit 10 Jahren. 13 Okay, Jahren. Sie sprechen eh gut für das, dass Sie seit 10 Jahren da sind. Ja, das wird vorher, weil du kannst ja nicht sagen, okay, jetzt Ziegebock bei Koffer stecken und nach Deutschland fahren, du musst ja gut Preparation machen. Bei India, Aha. das Goethe-Institut, ja, da kannst du sehr gut Deutsch lernen, die dir auch richtig bei Popo treten, wenn du nicht gut machen und dann rüberkommen und Ziegefarmen machen. Okay. Okay? Okay, und Sie haben noch richtige Ziegenfarmen. Also Sie verarschen mich auch nicht, wenn Sie sagen, Kann sie das Fotos ist. schicken? Okay, na, das würde mich interessieren. Wie heißen die Ziegenfarmen? Bangirandirokan, Goat Industry. Okay, na, das schauen wir uns an. Und Herr Rockan, wenn Sie dann Deutsch, also wie viel in Dogecoin möchten Sie investieren? Also ich wollte nehmen eines Bitcoin, dass ich einen harte Bitcoin haben und dann 20, 30.000 bei Dogecoin machen, weil das ja bei ein paar weniges Tagen Double Wert kriegen und dann einmal Dann wollen Sie. richtig Profit machen, Geld wieder nehmen und Investing machen bei Farm. Okay, ja, das können wir hinkriegen. Gut. Das können wir auf jeden Fall hinkriegen. Also, wie wollen wir weitermachen? Wie wollen wir operieren jetzt? Soll ich Ihnen die Bankdaten zukommen lassen? Sie haben das Konto mit dem Kollegen bei uns eingerichtet. Right. Und dann können wir einfach Sie dabei unterstützen, dass das
die Dogecoins zu kaufen und ein Bitcoin. Also je nachdem, sie geben uns dann Bescheid, was wir für sie tun können. Jetzt muss ich Expert einmal fragen, wie man aussprechen, weil Dodge ist ja das englische Deutsche für ausweichen, aber das ist ja Dogge, das ist ja der Hund, wie man richtig aussprechen. Ich will keinen Blamation machen. Ja, also Dogecoin können Sie natürlich sagen, aber Deutsch, also ich selber sage Dogecoin, aber Dogecoin ist auch nicht falsch, also das ist kein Problem. Ja, Also aber was ist dann denn nehmen Sie richtig? sich eine. Weil wenn ich in Englisch sage, I'm dodging the train, dann heißt, ich bin dem Zug ausgewichen. Aber wenn ja, ist oder irgendeiner anderen, weil du Deutsch ist ausweichen oder kontern parieren. Und wenn Ja, ich dann, gut, und ich will dem Hunde ja nicht ausweichen, ich will den bei Arm nehmen und Geld damit verdienen. Sie wollen ihn streicheln, ne? Nein, die sind so knuffig. Na, also sagen Sie einfach Dogcoin, Okay. denn der Begriff hat sich umgesetzt, weil Elon Musk so ein Meme gepostet hat, wo er einen kuscheligen Hund so in die Luft hält. Also das haben Sie Oh, auch bestimmt verfolgt. natürlich. Und deswegen sagen Sie am besten Dogcoin und dabei belassen wir Ich das. will nur nicht, dass das Die Frage Menschen bei ist. mir lachen, wenn ich falsch sage. Na, also da lacht ja kein Mensch. Warum sollte man lachen? Ja, Also, viele außerdem haben Menschen sehr Sie. böse. Ach, kommen Sie. Wer hat Sie ausgelacht? Auch viele Menschen immer lachen, wenn ich Worte nicht sagen kann, wie denn soll die Worte. Und das ist nicht sehr gut. Ja, aber in Deutschland lachen Sie die Menschen aus, oder was? Ja, weil das ja nicht so sehr, sehr gut in Deutsch reden, manchmal Worte sagen, was ein ganz anderes bedeuten und das sehr, sehr komische Situation machen. Herr Rogan, hören Sie zu. Also wenn irgendjemand Sie in Deutschland auslachen sollte, dann sagen Sie ihm einfach, dass Sie ein ganz intelligenter Inder sind, der hier in Deutschland im Bereich Finanzmathematik und IT arbeitet. Und der soll sich dann auf dem Weg nach Hause machen. Nee, nee, ich dann Sagen Sie das. Pepperspray nehmen. Viel besser. Genau. Weil Herr dann, weißt Rogan, du, wenn du dann. ich nach Hause gehen und weinen, wenn Leute sehr, sehr schlechte Sachen sagen. Und dann den Leuten sollen auch weinen. Weil du richtig gute Pepperspray die 3 Tage weinen. Dann die wissen, wie ist mein Leben. Sie mir Ah, auch lachen. Sie mir auch lachen. das ist auch Warum nicht legal. machen? Also ja, weil das nicht legal ist. Also Der die Leute mir. zu das ist gesetzeswidrig, Herr Nein, Rogan. Also der Anwalt Gewalt sagen, der ansetzen. die Notwehr. Na, Gewalt anwenden, das ist keine Notwehr. Also wenn man sie Der selber mir nicht geleidigen. attackiert. Na, das ist eh fein. Wenn der einen den heilige Kuh Beleidigung machen, dann darfst du Auto nehmen und kaputt fahren. Ja, das ist vielleicht in Indien so, Ja, aber natürlich. Wenn du in Deutschland wird es bestimmt ein den bisschen anders heilige Kuh sein. muss verteidigt werden. Das ist Haben den Sie Kühe oberste da bei Pflicht. Ihnen? Nein, 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 nein. Nur Ziegen. Nur Ziegebock und Otter. Okay. Und wer einen Huhn haben. Möchten Sie mit den Okay. Huhn reden? Na, ungern. Bah! Ungern. Ungern. Hallo? Hallo? Also Herr Rockan, dann Den Huhn nehmen eine wir uns Antwort kurz erwarten. ernst. Können Sie bitte einmal Hühnergeräusch machen für den Nein, Huhn? ich komme nicht aus Indien, also ich spreche nicht mit Hühnern. Aber warum? Das ist ein Ich sehr intelligenter Lebensform. Wenn komm die. aus Baden, ich komme aus Baden-Württemberg. Aber Wo denn hören da? Sie Wo kurz denn zu, Herr da? Rockan? Wie bitte? Aus wo da bei Baden-Württemberg? Aus Ludwigshafen. Ah, dann bist du Schwabe oder Badenser, right? Schwabe, ja. Ah ja, die mit Schwaben, ist ja klar, ein Finanzmarkt und eine Schwabe. Das musste ja kommen. Das muss kommen, ja. Also die Schwaben sind da sehr, sehr gut im Vermögensverwaltung. Ja, die Baden Aber immer sagen den Schwaben den Geld stehlen. na, also den Schwaben stiehlt keiner das Geld. Nee, nee, die Badener, die sagen, die Schwaben, andere Menschen Geld stehlen. Na, die Schwaben sind nur, die sparen viel. Die geben nicht viel aus, die Schwaben. Aber Die Schwaben haben man Mercedes. soll dann bei Kennen einem Sie Schwaben Geld ausgeben? Mercedes? Was ist das für eine Frage? Kennen Sie Mercedes? Das wird von Schwaben hergestellt. Das wird von Nein. Schwaben produziert, ja? Wirklich? Ja, Muss Mercedes ich meine wird Frau von Schwaben. sagen, muss ich Mercedes verkaufen, will ich nicht haben. Ha Genau. Nur ein bisschen Herr Spaß Rockan, machen. dann werden wir so vorgehen. Also Sie wollen insgesamt ein Bitcoin kaufen und 30.000 in Dogecoin investieren. Ist das richtig? Dogcoin, right? Dogecoin, genau. Dann, also Sie haben das Konto bei uns.
fertig gemacht. Das Konto ist aktiv. Ja. Sie können jetzt nur das Geld investieren, also für die Dogecoins und für das Bitcoin. Ja. Und dann können wir das, also dann können Sie das nach Belieben kaufen. Also Sie können dann selber entscheiden, wie viel Sie dann kaufen, wie viel Sie dann verkaufen. Gut, können Sie Passt es? dann mir Adresse geben? Ja, das tun wir. Gut, weil ich muss ja Transport machen. Also habe ich Sie bei Festland Europa auch ein Office, right? Eine Niederlassung. Wir haben in Frankfurt eine Niederlassung, aber Frankfurt? die ist aber nicht für Kunden, die ist nur für Finanzinformationen, die aus dem DAX kommen. Aber da kann man keine Lieferung machen. Na, da kann man keine Lieferung machen. Wo Aber denn? warum, was brauchen Sie für eine Lieferung? Ziegebock bei Sie bringen. Als Dankeschön für große Hilfen. Also das brauchen Sie nicht. Das Doch, brauchen Sie das nicht. muss ich machen. Den Sie heiligen zahlen einfach die Sakramanta Karma verlangt einen Geschenk für Sie einen guten zahlen, Sie Freund. zahlen, Sie zahlen einfach die Provision Das ist nicht und gut. damit sind wir dann zufrieden. Das ist gut, aber das ist eine Sache von Herzen. Wenn eine Menschen sehr gute Sachen machen, dann muss man Danke sagen. Ja, also ein Dankeschön, das passt eh. Also Wo kann ich den Sie bringen? können Ich Azubi schicken. Ich nicht selber kommen. Sie können gern, ich gebe Ihnen dann, was für eine Adresse, wollen Sie meine persönliche Adresse haben? Da Wollen wo Sie kann ich mir Sie Bock schicken? eine Ziege schicken? Sie können mir ja keine Ziege schicken. Da kann man schicken. Sie können mir Ziegenfleisch vielleicht Ja, schicken, aber wie Sie keine das Ziege. mögen. Kann Sie geben den besten Ländern? Kann Sie geben mit Flankcard? Das ist kein Ja, Problem. Herr Rockan, jetzt bin ich mal wirklich sehr gespannt. Also geben Sie mir kurz den Namen von Ihrem Ziegenunternehmen, denn ich werde selber zu Ihnen kommen, um die beschissene Ziege zu kaufen. Haben Sie gerade beschissene Ziege sagen? Ja, habe ich. Wie können Sie so über meine Ziege reden? Tut mir leid, dass ich Ihre Gefühle verletzt habe. Aber Sie sagen Sie mir das kurz. Gefühle von Ziege geleidigen. Den Tut mir leid, sagen Ziege Sie. sehr, sehr traurigen Wesen, weil du die sehr kurze Leben haben und dann Menschen den noch geleidigen. Warum machen? Ja, weil Ziegen einfach dumm sind. Ziege sind viel mehr intelligent als den Menschen, die Finden zusammenleben, Sie? zusammenhalten, zusammen sterben und sehr guten Fleisch geben. Die sind nicht dumme Tiere. Ja, also wenn Sie nicht besonders dumm wären, dann würden Sie auch nicht auffressen lassen. Aber Herr Rockan, sagen Sie mir kurz Weil du, den nochmal, Ziegen, dass. den haben technological Nachteil. Weil du, wie damals bei Indien, den Great Britain kommen, die Musketen, Ja. Kanonen haben und Indien Pfeil und Bogen haben. Und jetzt wir Ja. allen haben und Ziegen gar nicht haben. Die können sie ja nicht verteidigen. Das ist nicht, und du dann den Ziegen noch beleidigen. Das ist nicht gut. Nicht gut. Das ist nicht gut, das Nein, stimmt. Das stimmt. könnt ihr bitte Die bei armen Heilige Ziegen. Kuh entschuldigen? Na, ich entschuldige mich nicht bei Kühen oder Ziegen. Also das gehört nicht zu meiner Persönlichkeit. Es tut mir Einige wirklich leid. Bürgermeister anrufen, sagen du indische Menschen beleidigen, der dir rausschmeißen bei Ja, London. ich glaube, dass der Bürgermeister in London, dass er sich auch nicht bei Ziegen entschuldigt. Aber er hat eine Ende. Der Inder, ja, aber nicht alle Inder sind ja gleich, oder? Es gibt unterschiedliche Wir Inder, sind die. eine Einheit, die Volksfront von Indien zur Eroberung von Großbritannien. Na, ich glaube, Indien hat ein Problem mit China jetzt und wenn sie es schaffen, den Chinesen ein bisschen Stand zu halten, dann ist alles gut. Wir werden machen wie Custer bei Little Big Horn. Wir werden alle Inder nehmen, die können wir finden. Wir werden China angreifen. Das stimmt, das Wir stimmt. noch suchen einen guten Schlagruf, weil die Deutschen immer rufen für den Führer. Die Engländer rufen for the Queen. Die Japaner rufen Tenno Heko Banzai, aber wir selber noch gute Spruch brauchen. Haben Sie Idee? Na, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Das Ich kann mische ich. mich da überhaupt nicht ein. Ich Aber mische warum mich denn? nicht ein bei solchen politischen Fragen. Das Aber ist aber eine das Frage der gehört. Ehre. Das ist eine Frage der Ehre. Das ist keine Politik. Ah, ich glaube nicht, dass das eine Frage der Ehre ist. Ich glaube, das sind politische Fragen und politische Fragen gehen mich überhaupt nichts an. Und ich habe Sie Herr auch die Rockan. Ehre von Ziege geleidigen. Ja, ich habe keine Ehre beleidigt. Soll ich Sie Foto von Ziege schicken? Das können Sie eine Entschuldigung machen. Ich Sie Ja, das schönste können Sie gern Ziegebock machen. Das aussuchen und Sie Geleidigte machen. können. Also Geben Sie wir mir machen das so. E-Mail-Adresse. Wir machen das so. Also ich schicke Ihnen die Bankdaten, falls Sie Dogecoin
Ja, Entschuldigung, Dogecoin, Dogecoin. Bitcoin, Das, die müssen die Dogecoin. E mit aussprechen, bitte. Ja, falls Sie das kaufen Ja. wollen und zusammen mit dem Bitcoin schicken wir die Bankdaten zu Ihnen. Sie führen eine Überweisung durch. Innerhalb von 3 Tagen müsste dann das Geld auf Ihrem Konto Ja. gebucht werden und ab dem Augenblick können Sie, also entweder, ja, also je nachdem, was Sie kaufen möchten, also Dogecoin oder Bitcoin, das ist dann Ihnen überlassen. Ja. Und ja. Können Sie dann bei das Und E-Mail eine Entschuldigung für den Ziegebock reinschreiben, den Sie geleidigen haben? das können wir natürlich auch machen, ja. Ja, bitte. Sonst meinen Super. Gefühlen sehr gekränken. Das passt, das passt. Gut, wann Dann E-Mail verbleiben wir so. kommen? Also, ich werde einen Assistenten fragen, damit er ihn, also ich muss bald in ein Meeting in 20 Minuten, aber ich sende ihn selber die E-Mail. Ja, aber Assistentin kann sich nicht für ihre Beleidigung geschuldigt machen. Das muss er sie selber machen. Also, Rockhand, ich habe das Gefühl, dass Sie die ganze Situation nicht so ernst nehmen. Also, vielleicht stehen Sie auf Ziegen oder auf Kühe. Ich weiß nicht, was Sie für ein Fetisch haben, aber Jetzt, ich ich will selber habe sofort, keinen Fetisch. geben Sie mir Manager der schweren sexuellen Belästigung. Ich bin selber der Manager hier. Ja, du bitte nicht Ja? Oberboss. Oberboss nicht so mit Menschen reden. Ich Also, ich bin wirklich werde der British Oberboss. Anti-Defamation League anrufen, da du rassistischen Beleidigungen bei Telefon machen. Wie ist dein Name? Können Sie gern machen. Wie ist Maximilian Stirner. Ja, warum du Rassismus machen bei Telefon? Stehst du auf Ja, in Kühe oder Ziegen? Was ist dein Problem, Benjot? was? Was ist dein Problem, Benjot? Also mein Problem ist, dass Sie von mir verlangen, dass ich mich bei einer Ziege entschuldige. Ja, Sie den Und Ziege ich habe Ihnen vorher gesagt, geleidigen. Ziege Ihnen nicht getan. Ziege keine Angriff machen bei Ihnen. Warum Sie geleidigen? Warum Sie zu meiner sagen, ich stehe auf Ziegen und Kühe? Das ist eine sehr große Beleidigung. ja, Herr Horan, Sie sind ja derjenige, der die ganze Zeit über Kühe und Ziegen spricht. Ich bin Aber ich mache Ziegefarmer. das Du bist so. Finanzmann, rede ganze Zeit von Geld. Ich bin Ziegefarmer, ich rede von Ziegen. Wo ist das Problem? Okay. Ich sage Das auch ist nicht, ob du dein fair. kleine Ding-Dong bei Geldautomaten reinstecken, right? Das würde ich auch nicht tun. Ja, also warum du dann von meine denken? Das nicht gut. Aber ich würde mich auch nicht bei einem Geldautomaten entschuldigen. Natürlich, das ist eine andere, weil du den heiligen Ziege und den heiligen Kuh von der heilige Ganesha und du geleidigen machen. Bei einem indischen Menschen, Ja. was an Ganesha glauben. Also Warum glauben Sie machen? wirklich an diesen Sachen? Natürlich. Das ist Also meine Religion. ich habe gedacht, dass sie Spaß machen. Wenn für Sie den Glauben an ein besseres Leben nach dem menschlichen Leben Spaß ist, dann dürfen Sie gerne lachen. Für mich ist das Inhalt von ganzem Leben. Achso, das tut mir wirklich leid, Herr Rockan, dass ich Sie beleidigt habe und dass ich auch die Kuh und dass ich auch die Ziege beleidigt habe. Und glauben Sie mir, bei der E-Mail werde ich mich persönlich bei Ihren Ziegen dafür entschuldigen, dass ich Sie beleidigt habe. Ja. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie an sowas glauben Ja. und dass das Ihre Religion ist, sonst würde ich keine so unsensible Bemerkung machen. Ja, die schon denken, warum er machen, aber dann, wenn sie denken, ich Spaß machen, dann sie auch dürfen Spaß machen und dann ist alle wieder gut. Und dann ich warten Ich auf dachte, Schreiben von sie und dann den genau, Dogecoin also ich habe bekommen. wirklich gedacht, dass Sie, ich habe gedacht, dass Sie mich auf den Arm nehmen und deswegen habe ich so reagiert. Gut, oder halt nicht gut, aber wir jetzt Understanding machen, ja? Super. Herr Horan, dann machen wir das so. Ich sende Ihnen die Bankdaten. Ich gebe Ihnen dann Bescheid, wie viel Sie mit dem kaufen können. Ich Ja. lasse mich erkundigen, wie viele Dogecoin wir haben und wir verbleiben dann so. Passt es? Und dann wieder Telefon machen? Genau. Gut. Gut. Okay. Gut, vielen Dank. Okay. Vielen Dank auch. Wiederholen. Servus dann. Bis Tschüss, bald. bis dann. Tschüss. Bis dann. Was ist das für ein Typ, Leute? Unglaublich, unglaublich.